Hallo ihr Lieben, ich bin Sissy, die Hebamme hier im Libido-Team. Ich habe heute einen neuen Experten an meiner Seite, das ist der Dr. Christian Baumgärtner und ich werde ihm jetzt ein paar Fragen stellen. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Sissy, danke für die Einladung. Ja, gerne. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin der Christian, komme aus Aschaffenburg, bin 36 Jahre alt und seit 4 Jahren niedergelassener Frauenarzt in Aschaffenburg. Bin verheiratet mit meiner lieben Frau, der Magdalena. Sie ist auch als Hebamme bei uns in der Praxis tätig. Wir haben 2 gemeinsame Kinder, den Oskar, der ist 3,5 und die Greta ist 1 Jahr alt. Schön. Wie ist das so? Wie kommt man darauf, Gynäkologe zu werden? Das ist ja doch eher so ein Frauenberuf. Ja, also tatsächlich wird mir die Frage öfter gestellt. Scheint sehr spektakulär zu sein. Nein, in unserer Familie gibt es viele Mediziner. Mein Großvater, das sind Brüder, meine Eltern, meine Schwester sind in der Medizin tätig. Mein Vater hat tatsächlich auch die Praxis, die ich jetzt übernommen habe, gegründet mit einem Kollegen zusammen. Und vor 4 Jahren habe ich es dann, wie gesagt, übernommen. Das war aber nicht der Grund, sondern es war eigentlich immer mal der Wunsch, weil auch das immer ein Thema war in der Familie, Medizin zu studieren. Gerade weil es sehr interessant ist, viele verschiedene Patienten, die sehr junge Patientin, die schon mit ihrer Mutter da ist, die Routinevorsorge, Krebsvorsorge, die Schwangerenbetreuung, die Kinderwunsch, Eltern, die Krebspatientin. Und das ist sicherlich auch nicht ganz unerhebliche Feld der operativen Möglichkeiten in der Gynäkologie, das ich sehr sympathisch finde. Schön, auch in Kombination mit einer Frau als Hebamme, finde ich sehr interessant. Was ist dir ganz besonders wichtig an der Betreuung von deinen Patientinnen? Ja, vielleicht eine naive Antwort, dass man sich wünscht, dass die Patientin zufrieden ist und dass die Patientin gut betreut nach Hause geht. Und das ist sicherlich nicht so ganz einfach. Gerade in der heutigen Zeit mit hohem Zeitdruck, mit budgetierten, limitierten diagnostischen Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich möchte mir das auch nicht so ganz nehmen, dass die Möglichkeit nicht besteht, die Frauen auch suffizient und gut zu betreuen. Auch wenn immer wieder der Zeitdruck auch da ist. Und wenn man ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis hat und aufbauen kann, gerade in diesem sehr, sag ich mal, sehr sensiblen Fach, kann man der Patientin auch schon viel Sicherheit geben und viel Vertrauen geben. Und das ist, denke ich mal, somit vor allen Dingen das Wichtigste als Grundbasis. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich glaube, jetzt alle laufen jetzt nach Aschaffenburg. Christian, woher kennst du Lilly, du? Da bin ich jetzt ganz ehrlich, auch wenn das natürlich jetzt auch von euch ist, von Lilido. Ich kannte es nicht, bis meine Frau mich draufgebracht hat, die durch ihre Hebammentätigkeit seit 15 Jahren da schon sehr firm ist und hatten mit Lilido da eine sehr gute Erfahrung gemacht aufgrund der guten Hautverträglichkeit. Danke Christian erstmal für deine ganzen Antworten. Für alle weiteren medizinischen Fragen freuen wir uns sehr über Christians Expertenmeinung. Und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter abonnieren. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Viel Spaß!